Herzlich willkommen zurück beim Dorfcup 15. Wir sind mittlerweile auf der Final Stage angekommen. Ja, ihr habt richtig gehört, wir sind heute verdammt früh dran. Absolut, absolut. Es ist Rekordzeit. Noch nicht mal 10 Uhr. Ja, normalerweise sind wir jetzt mit der Round of 8 fertig. Ja. Also, ihr müsst heute nicht so lange durchhalten. Nee. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ja, man ist mal ein bisschen entspannter. Machen. Und die Spielqualität war ja immer noch gut, würde ich sagen. Aber also die hat nicht darunter gelitten, dass wir einen kürzeren Tag hatten. Ich habe auch noch eine kurze Info. Ich habe mit Dr. Raki über sein Mist Lethal mit seinem Combo Druid geredet und er hat gesagt, er hat 6-7 Mal nachgerechnet, aber bei ihm war es nicht Lethal. Er hat es erst gesehen, als er das Minion geklärt hatte, dass es Lethal war. Also, ja. Aber er hat ja gezeigt, ja, hallo. er hat uns ja gezeigt, dass er von 0 zu 2 ein Freeze Mage auch einfach mal dann 3 zu 2 erstmal noch in die Schranken weisen kann. Vor allem mit Grim Pattern Warrior. Alles noch sehr gut geregelt. Von daher, es ist ja das erste Mal jetzt, dass Dr. Raki im Finale steht. Ja. Er hat bis jetzt auch gezeigt, dass er es doch irgendwo kann. Ja. Auch wenn jetzt, wir ihn streamen. Auch wenn wir ihn streamen. Er hat aber auch den Vorteil, dass jetzt die Matchups, die kommen, einfach ihn mehr favorisieren als diese Dreier-Control-Sache. Ja. Ich bin extrem gespannt drauf, weil wir haben ja ungefähr gleiche Decks. Wir haben jeweils ein wir haben bei Patron beiden den Patron Warrior. Also das ist schon mal okay. Da wird es drauf ankommen. Da hoffe ich, dass wir kein Mirror-Match sehen, sonst wird es mit den Burlwinds richtig irgendwie orbitant werden. Komisch. Dann haben wir bei Loka noch den Colento, also German Colento Rogue, den klassischen Rogue, den wir jetzt schon gesehen haben vorhin. Und dann natürlich seinen Zulok mit dem Double Molten Giant. Nein, das ist kein Zulok, stimmt, den hat er nur falsch genannt, weil es ein Rhinolok ist. Tut mir leid. Das war ja genau der Plan, ja, die Leute. Aber ich falle jetzt drauf rein. Genau, das ist nicht gut. Naja, und jetzt vielleicht freut sich ja jemand im Stream drüber. Es wird sich nicht gefreut über meine Fehler. Okay. Ich bin gerade dabei zu versuchen zu vergleichen, wo denn die Unterschiede in den Decks liegen. Und es sieht so aus, die wären gleich, dass Dr. Raki hat doppelt Unstable Ghoul gegen nur einen Unstable Ghoul bei Loka. Aber warum? Hä? Dafür gibt es ein Corcoran Elite und ein Dread Corsair bei Loka spielt den Corcoran Elite, okay. Dr. Raki spielt den Dread Corsair. Dr. Raki hat nur einen Piloted Shredder gegen zwei von Loka. Und ich glaube, sonst ist die Deckliste gleich. Also es gibt wirklich zwei Kartenunterschied. Wie viele coole Tagmaske hast du? Beide haben einen. Okay. Es gibt zwei Kartenunterschied. Oh, es geht auch, wir starten auch direkt rein. Oh ja, wir sind schon im Match. Loka startet hier mit seinem Rogue. Und Dr. Raki versucht sich an seinem Secret Paladin. Ja. Wunderschöner Satz hier für den Anfang. Ich drehe hier nochmal kurz für uns in die Kamera, damit wir die gleiche Perspektive haben, die ihr auf dem Stream habt. So. Ja, was sagst du zu dem Matchup? Also, ich möchte jetzt nicht gemein klingen, aber der Secret Parler ist leider gefavored. Ja. Weil wir haben kein Vanish auf der Seite von Loka. Wir haben nichts, was die Secrets relativ gut und schnell clearen kann. Wir haben Sap, okay. Ja. Das kann man so erstmal lassen, aber dagegen haben wir im Secret Paladin Deck auch noch Sachen wie Tyrion, Dr. Boom, die gesappt werden müssen. Und du hast die Challenger. Das heißt, du hast 4 Targets generell. Und der Rogue, wenn er nicht das Tempo halten kann durch Prep Sprint, einfach gegenüber dem Secret Paladin das Tempo so verliert, dass es nicht nachhalten kann. Und auch wenn er es schafft, dieses Tempo zu holen, kann der Secret Paladin mit einer Karte Divine Favor antworten und sich komplett wieder vorne reinschieben. Ja, und es gibt ein Divine Favor für Dr. Raki. Wir haben ja auch genau, heute das Secret ist auch Paladin. Klassisch mit einem. Ja, wir haben ja aber auch heute Secret Paladin ohne Divine Favor gesehen. Das ist auch sehr interessant. Das habe ich auch schon oft gesehen. Weil das bedeutet, dass der Secret Paladin wirklich komplett ohne Draw spielt. Und als Arena-Spieler, denke ich, lernt man besonders, wie wichtig Draw ist, damit man nicht im Late-Game ohne Karten dasteht. Es ist so, dass du als Secret Paladin, also generell als Paladin hast du die Frage nach dem Kartor immer zu klären. Ja. Divine Favor regelt das ganz gut.
Und es ist deine einzige Möglichkeit im Midgame, weil im Midgame bist du normalerweise out of cards. Du hast dich am Anfang ein bisschen ausgespielt, dann so 5-6 Mana Curve, kommt noch der Mysterious Challenger um die Ecke und dann normalerweise hast du nur noch eine Karte auf der Hand. Und das sollte Divine Favor sein. Ja. Im Idealfall. Weil dann hast du zum Beispiel jetzt gegen Rogue oder sonstige, die viele Karten horten, um auf alles eine Antwort zu haben durch Combo, schnellen Refill. Ja. So, wir schauen uns aber wieder rein ins Game. Nur generell so Gedanken. Ja. Oh Gott. Also so viel ist noch nicht passiert. Wir sind erst im dritten Zug, haben hier gerade quasi die erste. Perfektes Master Verwerte. Die erste aktive Aktion von Loka gesehen. Und da ideal gelaufen. Direkt den Clear. Lässt aber auch schön den Haunted Creeper zu und schlägt mit dem Face rein. Dadurch beschützt er sich auch noch ein bisschen über einen Fan of Knives, dass da trotzdem noch was auf dem Board kommt und die Juggles auslösen kann zur Not. Und die Hand ist jetzt nicht wirklich gut für Loka, würde ich sagen. Also die Preps haben bisher keine wirklich guten Ziele. Er hat keine gute Möglichkeit, außer mit einem Prep Zap oder so den SI7 auszulösen. Ich möchte jetzt nicht irgendwie gemein klingen, aber das könnte es jetzt schon sein, wenn er jetzt kein Tempo halten kann. Okay, er spielt mit Violet Teacher wahrscheinlich Prep into Sap. Ja, denke ich auch. Um einfach wieder Board aufzubauen. Ja. Und Violet Teacher mit Prep ist natürlich immer stark, weil man relativ viel Board Presence in Zug 2 bekommt. I'm ready to learn. Und er zappt den Haunted Creeper. Das ist interessant. Ich hätte eher den Knife Juggler vielleicht gesappt. Und er hat auch nicht angegriffen. Also er hat nicht noch einen der 1-1er mit seinem Dagger geklärt. Vielleicht ist ihm gerade die Zeit ausgelaufen auf seinem Bildschirm. Weil wir sehen ja die Zeit immer nicht so ganz schnell. Ja. Auf jeden Fall kommt hier jetzt... Okay, da kam kein Angriff erst mit dem Lights Justice. Also hier mit einem Lights Justice Card drauf. Und es gehen auch tatsächlich zwei ins Gesicht direkt. Was sicherlich nicht das erwünschte Ergebnis war. Naja, aber das Board wird jetzt erstmal komplett gekleert sein. Oh, das weiß ich nicht, ob ich das mag. Ich hätte lieber mit einem Dude noch... Ja, da hat er auf jeden Fall ein Fehler. Da hat er zwei Schaden zu viel ins Face genommen. Zu viel genommen, ja. Aber, naja, nicht zu früh urteilen. Vielleicht war das ja sein Plan. Man weiß es ja nicht. Ja. Außerdem ist es jetzt auch nicht so der dramatische Missplay gegenüber einem Rogue. Okay, er schreibt uns, der Missplays. Okay, er hat es selber eingesehen. Es war doch nicht der richtige Zug, hier die zwei Schaden extra zu nehmen. Obwohl ich sagen muss, gegen einen Combo-Dude wäre es schlimm. Gegen einen Rogue sehe ich das Ganze jetzt nicht so schlimm an, zwei Schaden mehr zu haben. Naja, ich weiß nicht. Also wir hatten auch schon viele Matches hier mit Rogue, die relativ knapp sind, wo zwei Schaden durchaus den Unterschied machen konnten. Ich finde es insgesamt, also auch im letzten Spiel, was wir direkt hier auf dem Stream hatten, hatten wir direkt einen Lethal vom Rogue. Ich denke, das ist insgesamt nicht so ist, dass man das allzu locker sehen sollte in irgendeinem Matchup. Also, das ist genauso eine Weise, wie ich zum Beispiel auch, wenn ich das mal gespielt, probiert habe, diesen Secret Paladin, ist ihn einfach sehr aggressiv zu spielen. Ja. Am Anfang mit diesen Master for Battles Uldamas gibt. Und das ist genau das, was er jetzt macht. Er pusht sozusagen den Rogue in die defensive Haltung. Ja. Und so muss der Rogue erstmal rauskriegen, so wie kriege ich das überhaupt meine Board Control zurück. Und jeder, der einigermaßen ein bisschen mit Rogue hin und her experimentiert hat, weiß, wie schwer das ist. Ja. Er schafft das jetzt ganz gut. Er triggert aber auch beinahe alles, was er auf der Hand hat. Und wenn jetzt am nächsten Zug nicht der Sprint kommt, dann geht ihm das Tempo. Und man muss natürlich auch dazu sagen, er hat hier das Pech gehabt, nicht einen seiner Fan of Knives zu ziehen im Early Game gegen das Doppel-Master for Battle. Das ist richtig. Und jetzt ist er auch schon auf 12 Leben. Und ich glaube, er kriegt noch einen Hit. Oder war der Hit schon? Nein. Nee, er war noch nicht. Okay, er ist auf 11. Auf jeden Fall hat er da den Earthen Ring immer noch gegen. Hat er schon ausgespielt, das heißt, er hat auch kaum noch eine Möglichkeit, sich hochzueilen. Und alleine mit 11 Leben dieses Spiel noch zu drehen, mit weniger Karten auf der Hand, das wird sicherlich sehr, sehr schwer. Das ist richtig. Außerdem sitzt jetzt noch immer Dr. Raki, hat natürlich hier auch schon sein Tyrion auf der Hand. Wartet sozusagen eigentlich nur auf den Finish des Tyrion. Na, ob der Schlag mir gefällt, weiß ich noch nicht ganz. Jetzt würde ich auf jeden Fall Low Tap into a Dude. Lothab into Dude und das war's dann. Ja, regelt hier, denke ich, ziemlich gut das Spiel. Mit
Oder hat er sich... Oh, er hat sich für Redemption entschieden. Mit der Waffe hat er hoffentlich nicht angegriffen, genau. Lieber nochmal aufheben. Ja. Aber das war's. Dann ist das Spiel Liefel durch, ja. Gut. Sehr starkes erstes Spiel von Dr. Raki. Gleich mit dem Secret Parler durchmarschiert. Hat jetzt nur noch seinen Grim Patron Warrior und Commodore. Ja. Offen. Ja. Habe ich aber ehrlich gesagt auch von Anfang an so erwartet, dass der Rogue ist ein sehr schlechtes Matchup mit dem Secret Paladin. Er hat sehr schwer. Ja, denke ich, ist auch von den drei Decks, die Loka spielt, das Deck, was es am schwersten gegen den Secret Paladin hat. Denn der Rogue hat insgesamt auch Probleme, wenn dann die großen Minions kommen, mit denen noch fertig zu werden, wenn er am Anfang zu viel Ressourcen verbraucht. Ja, wie gesagt, weil er da den Sprint nicht nachgezogen hat, ist ihm das Tempo ausgegangen. Das ist genau so eine Sache, wenn du da mit einem Rogue das Tempo nicht halten kannst, dann brichst du einfach ein. Ja. Weil wenn dir die Antworten fehlen, was der Gegner aufs Board flatten kann, dann kann dir eigentlich nur noch ein Vanish helfen. Und in den momentan so Rogue-Decks wird eigentlich nicht so viel Vanish gespielt. Ja. Da ist eher, was du gerne spielst, der Mill-Rogue, der einfach damit auch Karten burnt einfach, die auf dem Board sind. Aber schauen wir jetzt mal, was das nächste Matchup wird, ob sich Loka umentscheidet. Ja, er nimmt seinen Reno-Lock. Reno-Lock, ja. Gegen den Grim Patron Warrior, wen siehst du da vorne? Ich würde hier ehrlich gesagt auf den Reno-Lock setzen, denke ich. Auch wenn Loka, denke ich, ziemlich gut gezeigt hat, wie man Grim Patron gegen Reno-Lock spielt im letzten Matchup und das da gewonnen hat. Aber man muss auch sagen, da hatte er, wie gesagt, für seinen Grommish Hailscreen Inner Rage und Cruel Taskmaster für die 16 Schaden Combo mit Grommish. Und wenn du das nicht erwartest, dann ist das natürlich fies. Aber insgesamt hat der der Reno-Lock den Heal, um im Spiel zu bleiben. Okay. Und die Möglichkeiten, das Board zu clearen, um sich selbst den Vorteil zu erspielen. Und wir sehen auch gleich, Dr. Raki hatte natürlich die perfekte Antwort gegen das Early Pressure vom Reno-Lock auf der Hand. Beide hatten eigentlich für sich die perfekte Eröffnung. Ja. Weil, man muss es jetzt so sehen, jetzt kann Dr. Raki ganz entspannt einen Armorsmith spielen. Ja. Ich würde, na... Das ist jetzt so eine Sache, hätte ich jetzt persönlich nicht gemacht. Hat den Grund A, der Dreadcosser kann gedarkbombt werden. Ja. Und B, bist du nicht on-curve geblieben. Ja. Da hätte ich lieber im dritten Zug mit dem gearbeitet. Ja, ich auch. Aber vielleicht will er jetzt einfach auch seinen einen Berserk spielen. Kann natürlich auch sein. Wenn er jetzt anfängt, Armorsmith zu spielen, dann verstehe ich die Combo, also diese Zugreihenfolge nicht. Genau. Und wenigstens dann noch einmal Facekill. Ja. Sieht schon gar nicht mal so schlecht aus, erstmal für den Start des Grim Patron Warriors. Ja, aber hier kommt jetzt natürlich ein sehr großer Drake. Und da ist keine direkte Antwort vorhanden für Dr. Raki. Er kann natürlich hier jetzt den zweiten Frothing legen und dann sagen, du musst erstmal durch meinen Taunt durch. Und das bedeutet, dass er doppelte Aufladung auf den... Also er hat dann 2x4/4, wenn der nächste cleared wird, ist das letzte Mal noch 6/4. Also er kann einfach versuchen, darüber Druck zu machen. Ich würde vielleicht auch Armorsmith Armor ab und dann einmal mit der Waffe in den Drachen reinschlagen und sonst Face gehen. Ja. Weil das Problem ist, Berserk ist deine Minion, was solo einfach das Hellfire überleben kann. Ja, aber und hier kannst du jetzt, könnte Loka clearen mit Hellfire und Mortal Coil und dem Drake? Das ist richtig. Das ist genau die Sache, weil deine Berserks sind eigentlich das, was du brauchst, aber genauso weiß auch Loka, dass er das Hellfire jetzt noch nicht wirklich usen sollte, sondern mindestens auf den ersten Grim Patron warten sollte. Ja, aber du kannst die Frothings nicht aus dem... Das ist richtig. Also wenn er jetzt dafür reintradet... Dafür wollte er eher sein Shadowflame. Ja. Okay, trotzdem für den... Sledge-Badge. Ah, das tut weh. 2-4-4er jetzt draußen auf dem Board. Kann jetzt natürlich mit einem Unstable Ghoul auch arbeiten. Das ist nicht zu verachten. Aber der Unstable Ghoul würde Loka eigentlich in die Hände spielen, weil das bedeutet, dass er mit dem Highfire ohne noch irgendwas anderes die beiden Frothings clearen kann. Das ist richtig. Und er kommt jetzt aber nicht mehr durch die... na doch.
Okay, er spielt jetzt so. Jetzt kommt aber einfach nur Hellfire, würde ich sagen. Nee, hier kannst du jetzt auch mit Mortal Coil arbeiten. Ah, stimmt. Ja. Oh! Perfekt. Er hat Execute nachgezogen. Ja, die Sache ist, ja gut, du hast noch Dr. Boom, aber also Boom und Gromish sind eigentlich die einzigen Ziele, die du sonst für deinen BGH hast. Hm. Und jetzt einfach sich darauf zu verlassen oder zu hoffen, dass der nicht schon in der Hand ist, wie er jetzt ist, ist, denke ich, auch eine solide Taktik. Besonders, weil du jetzt halt zwei der wichtigsten Pressure-Karten vom Patron Warrior raus hast. Das ist richtig. Und jetzt hat er auch das Siphon Soul nachgezogen, wodurch er den Boom dann clearen kann im nächsten Zug, wenn er möchte. Mhm. Okay, Dr. Raki entscheidet sich hier für Ghoul und Acolyte of Pain. Finde ich im ersten Moment gar nicht so schlecht. Er braucht halt wieder echt Karten, um seine Hand aufzufüllen, weil der Rhino-Lock sitzt jetzt auf seinen 10 Handkarten beinahe, oder? Ja. Nee, es sind 9. 2, 4, 6, 9, ja. 9. Und ist da ganz entspannt, weil er hat erstmal wieder mal, was natürlich ein Rhino oder Handlock hat, er hat auf alles immer eine gute Antwort, weil er so viele Handkarten hat. Und Dr. Raki sitzt halt nur noch auf 4 Handkarten. Hat zwar in Grim Headland gespielt, noch nicht gespielt, aber... Was aber Loka natürlich immer noch fehlt, ist sein Rhino Jackson. Das außerdem ist er derjenige, der mit 2 Multans spielt und hat noch keinen Multan gezogen. Das heißt, selbst wenn er den Rhino jetzt hat... kann der noch nicht ausgelöst werden. Ja. 16 zu 16. Ja. Wir sind sogar noch even von den Karten durch das Battle Rage von vorhin. Und das sieht so aus, als sei der Acolyte hier getroffen worden von einer Bombe. Ja. Acolyte wird rausgenommen. Ja, hat er gemacht. Oh. Und da kommt das zweite Execute. Jetzt ist die Frage, playst du off curve, executest den Boom? Ja. Oder hebst du den Execute für den Malganus auf, der noch kommt? Ja, und zweite Molten Giants unten Ragnar. Ja. Er setzt tatsächlich seine Waffe hier und cleart dann mit dem Dr. Boom. Er cleart den Boom mit ja. Er weiß natürlich auch, dass da keine Combo in dem Deck ist. Für Lethe über einen Burst. Du hast heute auch schon ein bisschen zu viel geredet. Ja, ich hab schon sehr viel gecastet, ja. Langsam verschwimmt so alles. Weißt du, so. Ist das jetzt ein Druid oder ein Warlock? Man weiß es nicht. War es ein Dr. Boom oder ein Dr. Bumm? Ich glaube, es war Dr. Balanced. Dr. Seven. Oder Dr. Seven. Ja. Guck mal, wie verwirrend das ist. Ja, es gibt so viele Namen für eine Karte, ja, man weiß gar nicht mehr, wo man hin soll. So. Niemand redet von den Boombots. Die armen Boombots. Ja. Naja, wir sind jetzt erstmal wieder zurück. Er spielt Refreshment Vendor. Ist an sich ein gutes Play hier, weil der mit den Whirlwind-Effekt dann auch noch mit überlebt. Ja. Aber kann natürlich durch den Armorsmith auch wieder geklärt werden. Ja, ist das jetzt ein Zug, wo du Grim Patrons machst? Du hast da noch einen Whirlwind, du könntest auf... Du kannst sogar Double Whirlwind spielen. Ja, aber du weißt, dass da ein machen. Hellfire noch irgendwo sitzt und ein Shadowflame. Wahrscheinlich auch. Er hat kein... Ja, okay. Brauchen wir nicht drüber reden. Er hat sich dafür entschieden, Risky zu spielen, dass da vielleicht kein Hellfire ist. Na, das hätte ich jetzt nicht gespielt. Okay, er macht sein Whirlwind noch nicht. Okay, jetzt kann Loka ganz einfach ins Face gehen und dann Hellfire spielen. Ja, so umgeht er die Grim Patrons und kann danach noch immer mit einem Healbot arbeiten und sich wieder hochreiben. Ja. Und er hat sein Seifensohl noch immer auf der Hand für den Dr. Boom, der ja natürlich auch schon auf der Hand liegt. Aber du könntest auch versuchen, hier Ragnaros zu spielen. Eigentlich gibt es, glaube ich, gerade keinen schlechten Treffer für Ragnaros. Ah, das ist richtig. Aber ja, willst du Ragnaros jetzt schon spielen? Das ist die andere Frage. Wann glaubst du, dass es besser wird? Jetzt wird es eine bessere Situation geben, Ragnaros zu spielen. Im Endeffekt weißt du ja nicht, ob das zweite Execute da ist. Und desto länger du wartest, desto wahrscheinlicher wird es. Okay, er hat sich für Voidcaller entschieden mit Healbot.
Okay. Auch ein ganz okayer Turn, weil alles, mit dem der Grim Patron traden könnte auf dem Board, ja, würde ihn abtöten und keinen neuen Grim Patron erschaffen. Favored natürlich dann dadurch ganz klar das Board wieder. Und wir haben, dass der Reno-Log wieder auf 28 AP oben ist. Ja. Und der Warrior jetzt bei 23 inklusive der Armor dann ist. Ja. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wenn er jetzt aus dem Voidcaller seinen Jiraxxus kriegt, kann Jiraxxus sehr, sehr viele Grim Patrons töten. Oh ja. Alle. Die es gibt. Alle. Alle. Sagst also, du? Wenn das wirklich so kommt und er kommt von der Hand so runter ohne Battlecry, dann hast du das perfekte Meat Shield für die ganzen Grim Patrons, die in diesem Deck kommen können. Du hast dann sogar noch dein Zeichen Seite. Soul für den Dr. Boom. Okay, er entscheidet sich jetzt dafür, sogar die Boombots abzutöten. Okay. Und. Oh. Und da ist der Arada Lord of the Burning Legion. Okay, da ist das Execute jetzt raus. Jetzt ist die Zeit, den Grim Patron abzutöten und den Ragnaros zu spielen. Ja. Das ist für mich. Du weißt, beide Executes sind raus. Es gibt keine bessere Zeit, um jetzt den Ragnaros zu spielen. Ja. Ist das ein Face Ragnaros? Ich sage nein. Was sagst du? Ja, nein? Ich sag ja, weil Gegensatz. Du hattest recht. Aber ist ja langweilig, wenn das wir das sieht man sagen. Doch schon bei der Animation. Ist richtig, aber ist doch langweilig, wenn wir das Gleiche sagen. Ich kann der Animation sagen, ob er Face geht oder nicht. Das ist bewundernswert. Ich bin bisher bei 100%. Ja, das stimmt. Na, man muss mir einfach mal vertrauen. Das, fällt mir schwer. Okay, aber ich meine, wenn wir uns jetzt die Gesamtsituation anschauen. Da kommt wieder der Daumen der berühmten Regie. Wenn wir uns jetzt die gesamte Situation anschauen und mal quasi analysieren, wo stehen wir im Deck, im Match, dann sehen wir, dass für den Patron Warrior hier eigentlich nur noch Grummish Hellscream bleibt und der zweite Grim Patron. Es wurde aber immer noch nicht Hellfire benutzt, was natürlich extrem stark ist für Loka, weil er damit immer noch einen Clear hat. Oh, es ist einfach kein Face. Was? Jetzt kann er natürlich den Ragnaros clearen, müsste dann dafür aber seinen Shredder verwenden. Und solange Loka auf einer akzeptablen Anzahl an Leben bleibt, besteht keine Gefahr, dass er durch Grummish stirbt. Du musst es ja auch so rechnen, wir haben schon jetzt den Cruel Taskmaster gesehen, wir haben Burbank gesehen, wir haben den Best Buys Death Rattle gesehen. Es gibt nicht mehr viel wirklich zu relaxen im Deck. Genau, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Achso, Entschuldigung. Das Einzige, was Loka jetzt noch das Spiel wirklich verlieren könnte, ist, wenn er so tief geht, dass er durch Grummish Burst sterben. Ja. Er sollte dazu in der Lage sein, eigentlich das ganze Spiel über die Board-Control zu behalten, beziehungsweise nicht so weit auf dem Board nach hinten zu fallen, dass er signifikant Leben verliert. Und dementsprechend denke ich, ist er in einer sehr, sehr soliden Position. Das ist auf jeden Fall richtig. Ah, okay, Succubus hier aus Bane of Doom rauszubekommen. Und da hat er auch seinen Reno Jackson und den ersten Giant auf der Hand, das heißt, er kann... Er hat aber auch Harrison Jones auf der Hand. Ja, doch. Ich weiß aber nicht, ob da noch Waffen sind. Einmal Tschüss an unsere Spieler, die gerade noch gehen. Schön, dass sie da waren. Ich hoffe, wir sehen sie das nächste Mal wieder. Auf jeden Fall. Und dann konzentrieren wir uns auch wieder aufs Spiel. Ja, also hier jetzt wirklich ein sehr, sehr langweiliger Zug für Dr. Raki. Denn er hat nur einen Patron, den er nicht triggern kann, gegen Karten, die direkt auf dem Board. Also, wenn ich jetzt mal... Ich weiß, es hört sich blöd an. Ehrlich sein bin, sollte Dr. Raki einfach aufgeben und zum nächsten Spiel gehen. Dem würde ich zustimmen. Also, es ist nicht böse gemeint, aber gegen einen Reno-Log, der jetzt noch auf 7 Handkarten sitzt, noch nicht mal Reno Jackson gespielt hat, du hast noch kein Mal'Ganis gesehen, noch keine... Du weißt, was da drin ist, keine Doomguard. Und er hat jetzt alles draußen, was er braucht. Also ich... annehmen. Ich würde das auch unterschreiben. Also wie heißt es so schön? GG, next. Ja, also man kann es natürlich ausspielen und auf das Wunder hoffen, aber seien wir ehrlich, wenn hier jetzt noch ein Wunder in Hearthstone passiert, dann wäre das sehr beeindruckend. Und im Endeffekt muss man sich ja auch seine Konzentration auf so einen langen Tag, muss man sich überlegen, möchte man dann noch Missplay? Also, es ist schwer zu sagen, aber das war definitiv, ich hätte erst den Molten Giant gespielt, das hätte nichts kommen können. Er war nicht in Gefahr von dem Grummish in einem Zug sofort zu sterben, instant. Ich glaube. Er war auf 16 HP. Ja, und der eine Cruel Taskmaster voraus, dann. Gibt nur noch Inner Rage.
Ja, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, ja, relativ gut. Egal. Und ich glaube, Loka spielt hier nicht mehr mit voller Konzentration. Vielleicht, weil er weiß, wie weit er vorne ist. Au. Und wie du schon gesagt hast, also das ist eine Situation, wo ich durchaus verstehen kann, wenn man sagt, okay, ich gebe das Spiel jetzt auf. Und gehe gut ins nächste Spiel. Und damit ist es 2-0 für Loka oder 1-1? 1-1. Okay. Ich glaube, der Rogue wird vielleicht Loka das Genick brechen hier. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir werden es sehen. Aber der Rogue. Ja, okay, wir haben natürlich unseren Always Champion Mac Champion Mac Championson, falls du zuschaust. Weiß Championson war der letzte. Hm? Der letzte war nur Weiß Championson. Naja. Egal. Er hat uns gezeigt, wie gut man hier auf solchen Tournaments gegen sehr gute Ladder Decks auch einfach mit seinem Rogue gewinnen kann. Ja. Also, mal gucken, was kommt. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Jetzt werden wir wahrscheinlich den... Oh. Er probiert es nochmal mit seinem Rogue. Er hat nicht aufgegeben. Das ist wenigstens etwas Gutes. Wir sehen dafür auf der anderen Seite diesmal den Patron Warrior. Und dieses Matchup, wenn ich mich richtig erinnere, war im Winter Season Finals zwischen Bleiser und Harlequin und wurde mit einem Leben verbleibend für Harlequin entschieden. Richtig. Durch Blade Fury wurde gewonnen. Genau. Und keiner Karte mehr im Deck. Und er musste alle Karten in der richtigen Reihenfolge spielen, um zu gewinnen. Weil und sonst hat er hätte auch er noch einen Overdraw gehabt, glaube ich, mit dem er sich selbst umgebracht hätte oder sowas. Ich weiß irgend nicht sowas war genau. Das. Wir können ja noch, also für die Leute, die es interessiert, geht auf YouTube und stöbert ein bisschen in unserer Bibliothek. Genau, ein sehr interessantes Finale. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ja. So, was spielt jetzt der nette Rogue? Der nette Rogue coint. Wow. Okay, interessantes Play. Ja, was anderes fällt mir gerade nicht ein, außer interessantes Play. Ja. Naja, er kann jetzt mit seiner War Axe reinschauen und danach ihn cool taskmasken. Mhm. Aber du musst doch überlegen, schau dir an, was der Rogue auf der Hand hat. Er hat. Aber warst du jetzt im Pressure von Cleave zu spielen? Nicht unbedingt, nein. Das verstehe ich. 4-4? Also, von Cleave spielt man, also, soweit ich das so interpretieren kann, mich mögen auch Leute korrigieren, aber eigentlich als 6-6 ist so Wunsch. Weil er ist nicht im BGH-Range, ja. Er ist stark genug, aber als 4-4. Ja, aber auf der anderen Seite, also ich denke, die Überlegung ist, wenn da kein Cruel Taskmaster ist, dann muss er gegebenenfalls geexecuted werden, dann ist schon mal ein Execute raus. Ja, Cruel kann Taskmaster auch eine gute Überlegung sein. Ist eine Karte in dem gesamten Deck vom Rogue, vom Grim Patron. Ja, aber er hat noch immer zwei Inner Rage. Also ist fragwürdiges Play, aber mein Gott. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob du als Grim Patron in der Situation wirklich ein Inner Rage verwenden würdest, um den zu clearen, weil die Inner Rages so wichtig sind, damit du deine Grim Patrons rauskriegst. Bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher, ob ich das machen würde. Ich glaube, es kommt auf die Situation an. Weil es ist ja so, dass du als dem Rogue das Board denyen willst. Weil du weißt, dass er ohne Vanish spielt, nur mit Zaps und ja. Ist, also, keine Ahnung, Situationssache bei mir. Ja. Gut, jetzt haben wir, Unstable Ghoul into Berserk. Na, da würde ich so sagen, ist das, was Loka nachgezogen hat, relativ gut. Auch wenn natürlich der Azure Drake jetzt nicht in der besten Situation ist, weil er direkt gegen den Ghoul tradet mit der Waffe. Aber es. Du kannst ihn auch. Naja, Backstab möchtest du jetzt auch nicht wirklich benutzen. Nee, das ist das Problem. I wonder. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es gibt jetzt so nicht, also du kannst natürlich, um on-curve zu bleiben, erstmal Azure Drake spielen. Erstmal Azure Drake entwickeln lassen, mal schauen, was ich nachziehe und natürlich wird er daran sterben, dann mit dem Ghoul und der Waffe. Ah, okay, entscheidet sich für Backstab und den Berserker Clear. Waffe ziehen und reinschlagen. Ist ein schönes Play an sich, also nimmt dem Grim Patron erstmal das Board wieder weg, ja. Sichert so ein bisschen die Stellung vom Rogue und er hat jetzt ohne großen Aufwand einfach schon mal auch den Unstable Ghoul rausgenommen, der auch wieder einen Trigger-Effekt hat für die Grim Patrons. Ja. Also an sich ein
akzeptables Play in meinen Augen. Ja. Und jetzt ist Dr. Raki in der Situation, dass die einzige Karte, die er im Moment spielen möchte, ein Armor Smith ist. Oder spielen könnte. Weil den Grim Patron spielst du nicht aufs freie Feld. Jetzt hat er einen Waffencharge und wird wahrscheinlich Face gehen, damit er dann den Whirlwind Effekt nutzen kann. So wie ich ihn das letzte Mal habe spielen sehen, habe ich etwas in der Art erwartet, meine ich. Ich meine, es war er, der dieses auch schon mal gemacht hat. Er hat letztes Mal auch die Waffe direkt getradet, ohne den Hit der Walls Face zu gehen. Ja. Das ist genau, ist jetzt Open Up für Grim Patron mit Armorsmith zusammen. Ist es beinahe wie The Dream, du kriegst Armor und haust nur noch einen Azure Drake um. Und der zweite ist auch schon nachgezogen. Also jetzt Grim Patron raus, Armorsmith raus, Azure Drake clearen und sich ein bisschen zurücklehnen. Ja. Bei was kann denn Großes kommen? Er bräuchte Poison plus Blade Fury zum Beispiel. Ja. Er bräuchte... Ja, was bräuchte er noch? Also, er braucht auf jeden Fall Blade Fury plus irgendetwas, was seine Waffe kostet. Ja. Get in here. Schön, da ist er. Und was hat er nachgezogen? Ich glaube nicht das Richtige. Ein SI-7. Ja, okay. Damit kann er den 3-2er clearen und dann ist da nur noch ein 3-3er. Das ist richtig. Okay, jetzt kann er mit Inner Rage auch arbeiten, wenn er möchte. Ja, und damit könnte er den Violet Teacher rausnehmen. Das ist an sich richtig, ja. Aber du fällst trotzdem noch in Gefahr, dass der SI-7 einfach gegen deinen Grim Patron tradet. Ja. Aber da gibt es, glaube ich, keine wirkliche Möglichkeit, das zu verhindern, außer der Armor Smith plus Execute wird verwendet. Aber dann hast du nur noch einen 3-3 Patron. Das ist wert dafür, den... Du könntest... Wow. Ja, genau. Und jetzt kannst du den anderen Grim Patron eigentlich theoretisch hinterher spielen und noch Armor upen. Oder er lässt es. Okay. Ja, er möchte halt nicht in Blade Fury reinlaufen mit beiden. Ja. Aber Sludge Belcher ist ein, sagen wir mal, natürlicher Counter durch seine 3 Attack zu den Grim Patrons. Bisschen ärgerlich. Und hier ist jetzt Loka in einer Position, wo ich sagen würde, er ist gut genug, dass er im nächsten Zug einfach 7 Mana Sprint spielen kann. Das ist richtig, ja. Und dann würde ich sagen, sieht es nicht so schlecht im Moment für den Rogue aus. Denn die 12 Armor sind relativ schnell weg, wenn Dr. Rake hier nicht noch irgendwie neue Karten nachzieht, die er ausspielen kann, und um auf die Situation zu reagieren, die Loka jetzt schaffen wird. Denn er hat auch noch die Möglichkeit, Dr. Boom zu spielen. Das ist auch wiederum richtig, ja. Also, irgendwie läuft es gerade nicht so für Dr. Rake, habe ich das gesehen. Nee. Obwohl, es steht ja auch erst 1-1. Wir müssen ja jetzt nicht gleich irgendwie versuchen, hier schon alles zu beenden. Weil, aber es ist halt einfach so, wenn der Rogue durchkommt, ist schon mal eine große Pressure hier von Luca weg. Okay, das habe ich nicht ganz verstanden. Warum tradest du da einfach nur deinen Grim Patron? Weil er sonst mit dem Farseer reintradet. Ja, aber wenn du mit dem Farseer reintradest, hat dein Gegner weniger Druck auf dem Board. Du kriegst 3 Schaden weniger im Face. Ich habe nur versucht, gerade irgendeine Erklärung zu finden. Also ich hätte es vielleicht auch eher andersrum gespielt, aber ja, einfach mal schauen, was jetzt noch so kommt. Also durch den Dr. Boom ist die Pressure auf dem Board jetzt auch ziemlich hochgekommen. Ja. Er müsste jetzt sozusagen Inner Rage executen und es sieht nicht gut aus für Dr. Raki. Nee, besonders weil Inner Rage execute bedeutet, dass er einen weiteren Trigger für die Grim Patrons verliert und wieder nur noch mit einem Grim Patron auf dem Board dasteht. Er hat dann aber auch keinen Trigger mehr für sein Highscreen. Ach, das stimmt. Er hat schon 2 Inner Rages gespielt, das heißt, er müsste auf einen. Ja. Er versucht sich jetzt einfach erstmal Zeit zu kaufen, denke ich mal. Tut weh, das zu sehen, aber er musste sich jetzt einfach mal Zeit kaufen. Und da er hat schon Double Prep in der Hand, jetzt kommt Prep Sprint. Und das ist genau das, wovon ich vorher geredet habe. Jetzt, wo der Schurke das Tempo braucht, kann er sich's wiederholen und sitzt dann auch noch auf 6 Mana. Das heißt, egal was er ausspielt, er kann sogar noch einen Azure Drake hinterher spielen, um noch mehr Card Draw zu generieren, um even noch weiter nach vorne zu kommen. Ja, und er weiß ja sogar, dass da nicht irgendwie ein Board oder sonst was sein Board clearen kann. Das heißt, er kann das füllen, wie er will.
muss sich um nichts Sorgen machen. Und die ganze Ammo ist jetzt endlich vom Krieger runter. Jetzt sitzt er nur noch auf seinen 26 HP. Jetzt sieht's gar nicht mehr so gut aus für Dr. Raki. Also, okay, Shredder. Müsste er auf den Doomsayer hoffen? Dann hast du natürliche Taunt von 7 HP, was dir rum wie 7 Rüstung gibt. Also, es ist Zeit, die er sich kauft. Aber ich denke, da gibt es nur einen sehr schweren Weg, weil, wie du schon gesagt hast, in Grim Patron Warrior Deck ist halt so etwas wie Brawl oder sonstige Sachen nicht drin. Oh. Ja. Death Rattle into Death Rattle. Ja. Okay. Und hier kommt jetzt nochmal der Lua. Jetzt geht natürlich alles face. Body. Und Re-Dagger. Oder? This guy's toast. Okay, jetzt will er echt Liesel pushen. Ja, warum nicht? Ja. SSM darauf, alles schön. Sehr gut, also es läuft und so. Und das gute alte 7-Mana Battle Range. Das 7-Mana Battle Range, ja. Für eine Karte. Und das ist das 2-1 für Luca. Das ist richtig. Ihr seht jetzt gerade auch auf dem Stream den Battle Room. Auf der rechten Seite sitzt für euch Dr. Raki, auf der linken Seite sitzt Luca. Ja. Sie sehen beide aber noch sehr entspannt aus, wenn ich das von da drüben beurteilen kann. Wir sehen das leider nicht bei uns. Ja. Sie sehen sehr entspannt aus. Sie springen sich noch nicht gegenseitig über am Tisch. Das ist schön. Harmonie. Aber es sieht so aus, als sei Loka ein bisschen dabei, sich zu versuchen zu konzentrieren, die noch einmal in sich zu gehen. Es ist ja erst sein zweites Turnier hier. Ja, und das erste Finale. Es ist für beide das erste Finale, wenn wir es so sehen wollen. Das stimmt. Also... Es kann sich mehr ergeben. Mal schauen, was kommt. Und wir sehen Combo Druid gegen den Patron Warrior. Man weiß, es ist ein langer Tag, weil wenn einem die Namen der Decks nicht mehr einfallen. Von den Standard-Ladder-Decks. Von den Standard. Möchte man meinen. Naja. Okay, so. Also Dr. Raki sollte hier sicherlich einiges mulligen, um ein bisschen Ramp zu bekommen. Und da ist kein Ramp dabei. Kein Wild Growth. Kein Wild Growth, kein Innervate. Kein guter Druid. Kein guter Druid. So hast du das vorhin gesagt. Ja. Um dich zu erinnern an ein Zitat vor ungefähr 6 Stunden. Ist mir bewusst. Okay, was machst du mit der Hand von Luca? Ich glaube, er hat jetzt hier auch noch nicht gemuligend, als er noch am Überlegen. Ja. Im Endeffekt ist es ja so, dass Druid eine der Klassen ist, die meisten Probleme hat, Grim Patrons zu klären, meine ich. Denn Swipe ist eine sehr, sehr schlechte Antwort für Grim Patrons. Er muss sich seine Keeper of the Grove aufheben. Ja, und die Wraths sind natürlich auch sehr wichtig. Gold wert, weil sie genau die 3 Schaden machen. Ja. Da kommt das erste Wrath um die Ecke, sehr schön. Naja, schauen wir mal. Aber Luca hat jetzt auch nicht so den Dream auf der Hand. Er kann natürlich jetzt erstmal mit einem Armor Smith eröffnen, wenn er möchte. Und das macht er auch. Ist an sich jetzt nicht so der schlechteste Zweier-Drop erstmal für so einen Krieger. Ja. Weil ist eine 1-4, ist ein guter Buddy. Also gegen alles Mögliche. Es überlebt erstmal, kann immer noch so ein, zwei Arme mindestens generieren. Jetzt kommt der Coin into Shade. Ist okay. Weil wir wissen, dass wir jetzt auch so sehen, dass der Shade nicht geklärt werden kann. Ohne dass er aufgemacht wird. Ja. Außer du spielst zweimal Whirlwind jetzt, was natürlich nicht gemacht wird. Nee. Ja, und hier hat er auch nicht viele Möglichkeiten. Er könnte noch den Ghoul dahinstellen, Armor ab. Battle Rage bringt ihm gar nichts. Auch das Inner Rage ist nicht unbedingt das, was man jetzt schon spielen möchte. Das ist richtig. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass das hier nur Armor ab und dann Angriff mit dem Armor Smith ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch überhaupt darüber nachdenken, wenn man überhaupt Armor abspielt, wenn man gerne den Schaden auf dem Face kriegt, damit man mehr Aufladung vom Inner Rage, vom Battle Rage kriegt. Das ist richtig. Naja. Ja, Dr. Raki hat hier auch nicht wirklich viel, was er jetzt spielen kann. Nö, gar nichts. Ja, er könnte mit Living Roots und Hero Ability den 1-3er clearen, aber auch das ist nicht unbedingt das, wie du Living Roots verwenden willst. Genau das gleiche mit Wrath, auch nicht unbedingt die
beste Möglichkeit, das zu verwenden, die 1-1er von Living Roots. Naja, er wird ihn jetzt aber mit Living Roots und Wrath clearen, weil er muss. Ziehst du damit Wrath oder benutzt du Hero Ability? Ich würde nämlich auch Hero Ability benutzen. Ja, entweder so oder so. Also Wrath aufzuheben für die Crimson Petal, das war ich hier auch ein guter Weg. Oh! Okay, macht hier den Shade auf als 3-1. Ja, das finde ich richtig. Zwingt hier entweder die Waffe nicht zu spielen oder einen Rage zu verbrauchen. Also ich würde hier die Waffe spielen und den einen Charge verwenden. Du möchtest du sowieso eigentlich die Möglichkeit haben, den Death Rider zu ziehen. Und wenn du jetzt im nächsten Zug einen Grand Patron ziehst, ist The Dream. Dann kriegst du 4 Patrons aufs Feld. Heute haben wir aber ganz schön oft The Dream gesagt. Ja. Ist mir aufgefallen, nur so im Laufe des Tages. Das kann nicht sein. Naja. Ah, okay, er verwendet trotzdem den Inner Rage. Und greift nicht mit der Waffe an. Okay. Luca versucht irgendwie die Waffe sich für solche Sachen wie Shredder oder wahrscheinlich für den Keeper oder so aufzuheben. Ja. Und da kommt ein Frothing. Frothing Berserker. Ja. Das ist sehr schön geplayed hier. Erstmal. Im Großen und Ganzen. Ja. Das ist genau das. Mhm. Damit, Eine wirklich schöne Spielweise gibt es jetzt erstmal nicht, weil alles einfach auf Curve geht. Egal was er macht. Du könntest halt entweder swipen oder silencen, um den die Gefahr von dem Frothing loszuwerden. Okay, er verwendet das Wrath. Als. Beide aber richtig rumgespielt. Ja. Also er nimmt nicht wieder einen Schaden mehr, als er haben sollte. Ah, oh, okay, er cycelt das sogar auch nur. Ja. Und da ist. Also. Luca hat auch keine Möglichkeit, irgendwie gerade eine Karte mehr zu ziehen. Nee, außer er könnte nur seine Whirlwind cyclen, was keine gute Option ist. Und insgesamt. Nö, aber er könnte einfach den Acolyte mit Armor Up ausspielen. Ja, aber spielst du jetzt den Acolyte? Eigentlich will ich das nicht, weil ich möchte ja mindestens mehr. Mindestens zwei Karten das ziehen. Das ist nämlich genau das, was ich auch meine. Ja. Das richtig ist. Ja, insgesamt hier relativ passiv. Ja. Der Taunt gibt ihm genau das, was er jetzt erstmal braucht. Jetzt würde ich aber erstmal Acolyte spielen, damit der Waffe reinschlagt. Dann könntest du eventuell sogar noch den Whirlwind nachspielen, oder? Ja. Dann hast du optimalen Kato aus dem Ding rausgekriegt, ja. Und er spielt sogar noch ein Whirlwind hinterher. Ja, das solide. Hat und dann insgesamt jetzt 3 Karten da hatte ich rausgezogen. Ja. Armor ab noch. Oh. Oder hättest du jetzt die Fiery War X gespielt? Also, wenn ich da nicht den Death Spite hätte, auf jeden Fall. Weil du möchtest immer noch eigentlich den Schaden ins Gesicht kriegen, damit du irgendwann dein Battle Rage besser benutzen kannst. Das Problem ist, dass es auch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass du demnächst den Death Spite verwenden möchtest und wenn du dann die Charges von der Waffe verlierst, ist auch nicht ideal. Also, ja, das stimmt, aber hättest du jetzt auch den Acolyte gesilenced? Wenn er also so generell? Mit zweimal Silence im Deck und der Hand, die er hat, kann ich es verstehen. Weil das Problem ist, Dr. Raki will auch verstanden haben, dass sein Gegner gerade einfach nichts hat. Ja? Da kommt. Ja, weil er nicht genügend Aggressivität von Grim Patron. Genau, da kommt einfach nicht viel, weil die Grim Patrons nicht da sind. Und wenn du dann jede einzelne Karte, die du denyst, verringert die Chance, dass die wichtigen Karten gezogen werden. Ja. Und du bist derjenige, der die Combo hat, der, wenn er einmal die Board Control hat, das Spiel gewinnen kann. Ich würde mir jetzt sogar schon überlegen, Emperor zu spielen, weil du hast einmal die Combo auf der Hand, genau. Ja. Also ist in meinen Augen hier das richtige Play gewesen. Ja. Du hast einmal die Combo auf der Hand, ein Azure Drake, ein Keeper of the Grove und ist perfekt. Ja. Hier würde ich mir überlegen, den Armorsmith zu spielen, dann zu traden und zu Battle Ragen. Mit der Waffe rein.
Du verlierst natürlich einen weiteren Whirlwind-Effekt, aber du hast die Möglichkeit, drei Karten nachzuziehen. Ja, aber der Battle Rage nimmt ja... Ja, das meine ich. Also der Whirlwind-Effekt, zu verlieren, ist halt nicht so schön, aber die Möglichkeit, wichtige Karten nachzuziehen, ist halt sehr, sehr viel wert. Jetzt baut er natürlich durch den Lothab etwas Druck hier auf für einen Zug. Und er hat jetzt auch 12... Er hat 22 Schaden. Du meinst Luca? Luca hat Lethal. Nächstes Mal, wenn er nicht gekriegt wird. Okay, jetzt hat er keinen Lethal mehr. Das ist es. Kommen wir jetzt noch durch die eine Armor, die dazu gekommen ist. Ja. Ja. 3, 8, 9, 10. Wie viel gibt also Gromosh gecharged? Aus der Hand kann er 15 Schaden machen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Okay, hier spielt er. Das müsste sein letzter Whirlwind-Effekt gewesen sein. Hm. Okay. Den leitet ihm hier aber auch das komplette Board jetzt. Ja. Ist in meinen Augen ein richtiges, schönes Play hier, weil der jetzt ihn einfach auf 20 Leben runterpusht und den nächsten Zug töten kann. Ja. Wenn jetzt nicht getauntet, irgendwas geklärt wird, aber so wie ich das einschätze, wird jetzt erstmal geswiped wahrscheinlich. Ja. Entweder jetzt Swipe auf den Acolyte oder auf den Lothar. Hm. Ich würde. Nee, er wird ja wohl wissen, dass irgendwas kommt. Er kann erst mit Wild Growth noch eine Karte ziehen. Schauen, was er bekommt. Ja, stimmt, er ist auf den 10-Mana-Cap angelangt. Sieht aber bis jetzt nicht so gut aus für Dr. Raki. Na, das hilft ihm jetzt auch nicht wirklich. Ja, er kann den noch spielen. Okay, er macht einen Doppel-Swipe. Ja, er muss ihm das Board zumachen. Ich glaube, sonst hätte er gesehen, dass es einfach Leafy gewesen wäre. Wahrscheinlich hat er sich jetzt auch an Grommet. Vielleicht hat er sich jetzt auch an Hellscream erinnert. Ja. Das ist die Sache. Aber jetzt ist Loka in der Situation, dass er nicht mehr viele Möglichkeiten hat, die Grand Patrons zu benutzen. Denn er hat zweimal Whirlwind raus, zweimal Deathspite raus und seinen Ghoul, Unstable Ghoul raus. Und wenn ich mich nicht irre, sind das all seine fünf Whirlwind-Effekte, die er hat. Ich glaube, hier es wäre sogar fast eine der besten Möglichkeiten, einfach Grommish ungecharged zu spielen. Gegebenenfalls. Na gut, gegen den Druid bedeutet es natürlich immer noch, dass der mit Your Ability ihn triggern kann und dann die GH kann. Okay, aber ist das Double Swipe draußen, ne? Von daher, ja. Ja, aber Swipe ist ja eigentlich eine Karte, auf die du dich freust, wenn du. Ja, aber bald Wrath ist ja auch schon draußen. Soweit ich richtig mitgezählt habe. Ja. Die zwei Silences sind raus. Das ist eigentlich alles, was gerade irgendwie das Board pusht, draußen. Wenn ich mich nicht recht erinnere. Ne? Aber er hat jetzt immer noch einen Dr. Boom. Und da benutzt er spielt die Combo. Ja, ist ein okayer Zug. Er hat. Ich würde sagen, dieses Match ist schon sehr, sehr stark. Der Favor von Dr. Haki jetzt. Ja. Viel kann da nicht mehr kommen. Er muss jetzt eine Karte battle raten. Ah, kommt der zweite. Das ist in gewisser Weise so ein bisschen ein Rematch von dem, das wir davor hatten, wo auch einfach der Patron Warrior nicht den Druck aufbauen konnte. Und dann irgendwann das Spiel verloren hat. Ja. Und das ist hier jetzt wieder in einer ähnlichen Situation. Ja, was kann denn jetzt noch kommen vom Grip Patron Warrior? Du hast da die Deckliste liegen vor dir. Dr. Boom?
Dr. Boom kann gesehen. Noch kommen. Ja, das war's eigentlich so gut wie. Was ist mit den Frothing Berserkern? Hat er noch Frothings? Die sind am Anfang schon aufgegangen. Das kann sein. Wie viele Karten hat er denn noch im Deck? Charge. Er hat noch 7 Karten im Deck. Und ah, doch, er hat noch Frothing. Aber er hat ja auch nichts, um sie zu triggern im Endeffekt. Nee. Er könnte ihn jetzt ausspielen und die und den einen Druid clearen mit der Waffe. Hm. Im Endeffekt. Aber dann hat er dann 3-5 stehen. Oder er haut jetzt mit der Waffe in den 5-5er rein und macht Double Execute. Ja. Und geht einfach all in sozusagen. Ja. Aber danach kommt halt der Dr. Boom, ne? Ja. Und wenn er dann kein Execute mehr hat, dann ist vorbei. Okay, er macht's. Er geht all in sozusagen. Ja. Und wenn es tatsächlich ausgeht, dass Dr. Raki diesen Match gewinnt, wird das Ganze entschieden durch einen Grim Patron Mirror. Das sind die einzigen Mandex, die noch übrig sind. Ich will das aber. Oh Gott, Grim Patron Mirror wäre richtig schlimm. Tut mir leid für alle, die sich vielleicht drauf gefreut haben, ein Mirror zu sehen von Grim Patron. Guten Morgen. Clearet jetzt hier einfach den den Asia Drake, den Grim Patron. Ich sehe jetzt aber, ja. Jetzt kommt final der Grommish, der jetzt den Big Game Hunter essen wird. Also der Big Game Hunter wird den Grommish dann essen. Und dann kann der Dr. Boom aufs Feld kommen. Und damit dann glaube ich das Spiel auch ziemlich beenden. Also, wie gesagt, ich wollte gerade auch sagen, es gibt, glaube ich, keinen Weg hier mehr zurück für den Grim Patron Warrior in dieses Game. Dadurch haben wir unseren Grim Patron Mirror Match. Ja. Leider. Schade. Aber ja, es ist natürlich dadurch fair, wenn beide jetzt Grim Patron gegeneinander spielen. Um und wie gesagt, zwei Karten unterschiedlich in den beiden Decks, also 28 gleiche Karten. Da kommt es halt wieder wirklich nur auf den Card Draw an, ne? Nee, auf die zwei unterschiedlichen Karten. Meinst du, die machen so einen Unterschied? So, wenn sie gezogen werden, können sie den Unterschied machen. Ja, das ist richtig. Ja gut, naja. Also da hier nicht mehr so viel im Match passiert. Naja, es ist ja noch nicht vorbei. Also was möchtest du, dass als nächstes angekündigt wird von The Old Gods? Oh Gott. Was möchte ich, dass angekündigt wird? Ja, welche Karten möchtest du sehen? Gibt es irgendwelche Karten, die du dir wünschst, dass sie kommen sollten? Möchtest du die nächste Legendary sehen, um die man Decks bauen kann? Möchtest du Class Legendary sehen? Ja, was genau. Ist das, was dich interessiert? Also wenn, am liebsten würde ich für jede Klasse mal so den Core Legendary zu sehen. Okay. Vielleicht für eine Mage irgendwas, was Arcmage ein bisschen ersetzt. Solche Dinge. Oh ja. Ja, also Class Legendaries für jede Klasse wäre einfach, denke ich mal, hier eine richtig schöne Sache, dass man sich, weil jeder hat ja so eine favorisierte Klasse in Hearthstone, dass man sich hier immer mal so Gedanken machen kann, oh, wie könnte ich die einsetzen? Ja. Was kann ich darum bauen? Weil wir haben ja jetzt erstmal so die jeweils eine Class-Spell gesehen und einen Class-Card. Ja. Und die Legendary natürlich, die neue Eye of Cthulhu. Aber es ist ja auch der erste Gott. Es gibt ja 4 neue Götter. Genau, ja. Also nicht neu, der sich in der Geschichte ein bisschen auskennt. Aber, uiuiui, die Bomben fliegen, das Shade ist raus. Und damit hat Dr. Boom mal wieder seinen Wert bewiesen. Indem man den Shade da geklärt hat. Aber das ist trotzdem irgendwie... Wow. Wenn die. Ja, es reicht. Ja, yeah, Living Room. Genau 17. Und damit sind wir in dem Mirror angekommen. Was für ein Finale, Leute. Es steht 2-2. Auf einem 1-0, 1-1-1, aus einem 2-1, 1-2-2. Und jetzt endlich wird es sich entscheiden. Aha, Dr. Raki. Wir sehen eine kurze Pause. Dr. Raki geht wahrscheinlich kurz aufs Klo. Ja. Also,
Mich würde ja interessieren, besonders da wir auch sehr, sehr viel Rogue heute auch wieder gesehen haben, einige schöne, gute neue Rogue-Karten, weil Rogue verliert mit Tinkers Sharpsword Eye eine der wichtigsten Karten für das derzeitige Standard-Deck, wenn man dann Rogue spielt. Aber verliert durch die Innis nicht so viel, durch Naxxramas verliert er nicht so viel. Da verlierst du nur diesen Anubak, diesen Deathrattle 5-4er, der dir einen befreundeten Minion zurückreturnt. Was kein Verlust ist. So, und andere Klassen wie Paladin oder sowas, die büßen wirklich bitter ein mit Avenge und Master for Battle. Und aber du musst überlegen, dass es zum Beispiel bei Warlock gibt es extrem Voidcaller. Viele... Ja, Voidcaller geht, aber es gibt extrem viele Deck-Archetypen. Es gibt den Reno-Lock, es gibt den Handlock, es gibt den Zoolock, es gab den Demon-Lock, der so ein Zwischending zwischen Handlock... So Hybrid war. Genau, ja. Und dann schaust du dir Rogue an. Und Rogue hat ein Deck, was kompetitiv gespielt wird. Und das ist eigentlich der Oil-Rogue. Ja, das ist richtig. Es gab noch zeitweise Maligos Rogue, aber Rogue ist eine Klasse, die mehr darin beschränkt war, in dem Deck, was ich spielen konnte. Das heißt, wenn da für Rogue jetzt eine sehr, sehr essentielle Karte wegfällt, dann wird quasi alles, was Rogue zu bieten hat, schwächer. Während wenn du jetzt zum Beispiel Avenge wegnimmst, dann hast du immer noch für Paladin, wurde auch lange Control Paladin gespielt und der ist nicht von einem Avenge-Wegfall betroffen. Ja. Aber es wird ja auch gesagt, dass Paladin zum Beispiel die Klasse ist, die mit am meisten darunter leidet, weil es auch Shielded Minibot, Master for Battle und Corkhammer zum Beispiel auch und der Quartermaster wegfallen. Das ist richtig. Aber was mich zum Beispiel so freut, den Schamanen betrifft das nicht wirklich. Das stimmt. Reincarnate fällt weg? Auch das bedeutet halt, das zeigt eigentlich, in was für einer Position Schamanen in der letzten Zeit war. Vitality Totem fällt weg. Auch das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist richtig. Aber wenigstens. Aber es fällt weg. Es fehlt auch Neruba Weblord weg. 1-4. Your Battlecry, all Battlecries, Minions cost 2 more. Und du kannst sie noch nicht mehr bekommen, weil Piloted Shredder wegfällt. Das stimmt. Also generell, die meisten Deathrattle-Karten kann man sagen, fallen raus. Ja, die Death meisten Rattle, guten Deathrattle-Karten. Ja, dadurch wird Deathrattle auch nicht mehr so wichtig. Aber dadurch, dass das macht auch der Brand aus dem League of Explorer mehr Sinn. Ja. Aus dem LOI. Weil jetzt anscheinend, weil es war jetzt die ganze Zeit Meta, einfach sehr viel Deathrattle zu spielen. Und damit wollten sie jetzt einfach vom Deathrattle weg into Battlecry gehen. Ja. So, gehen wir rein. Im Mirror. Das finale Match für heute, für den Dorfcrew Cup 15. Das Grim Patron Mirror Match zwischen Loka und Dr. Raki. Unglaublich. Wir haben hier schon so ein paar Anfangshände. Was liest du aus den Anfangshänden? Wer ist favorisiert? Dr. Raki. Er hat Double Echo Light auf der Hand. Ja, und da ist keine Antwort von Loka. Obwohl doch, er könnte jetzt Inner Rage clearen. Und dann kommt der nächste. Ja, der aber nächste. Auch den kann er noch clearen. Stimmt. Er kann beide clearen. Inner Rage, das ist mir noch nie aufgefallen. Inner Rage auf dem Armorsmith ist ziemlich böse am Anfang. Ja. 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 Du machst ihn zu 3-3. Ja. Die dir Ammo gibt. Ja, das wurde doch früher im Control Warrior gespielt. Mit Cruel Taskmaster plus Armorsmith. Coin 1, Zug 1 Armorsmith, Zug 2 in Cruel Taskmaster drauf, wenn du gegen aggressives Deck gespielt hast, Board Control haben wolltest. Oder in Zug 2, 3, wenn du einfach nur so Board Control hast. Ich erinnere mich dunkler an eine Zeit. What now? Wenn man heute den Control Warrior ganz anders spielt. Ja. Aber da wird sich auch einiges ändern. Ja, ich denke ehrlich gesagt, dass es auch hier der richtige Zug ist. Aber er entscheidet sich tatsächlich das einmal ab. Okay, er hatte keine Lust, aber jetzt gibt er damit Dr. Raki die Möglichkeit, einfach noch einen Echo Light auf oder den Berserker. Oh, mit Inner Rage jetzt zu arbeiten. Ja, damit zieht er zwei Karten und kriegt den vollen Wert aus seinem Echo Light. Und jetzt kann der Armorsmith nicht mehr Inner Rage werden. Nee. Und er hat eine 5-4 auf dem Board. Ja. Die jetzt natürlich durch Deathbite perfekt beantwortet wird. Aber er hat drei Karten aus dem Echolight gezogen und kann jetzt sogar noch den anderen Echolight theoretisch hinterher spielen. Also der Card Draw ist wirklich unglaublich, den hier Dr. Raki am Anfang hinlegt. Ja. Und er hat schon den nächsten Battle Rage auf der Hand. Also ja. Und auch hier sehen wir jetzt alleine, was es für ein Card Advantage gegeben hat. Das sind sechs Karten, die... Also 5 Handkarten plus ein Deathspite, die dagegen 7 Handkarten und ein Echolight auf dem Feld jetzt stehen.
Aber auf der anderen Seite hat Luca jetzt den perfekten den Dream-Zug. Um es nochmal zu sagen heute, ja. Dream. Das ist das, worauf wir die ganze Zeit mit Grim Patrons gewartet haben. Der endlich Zug ist mal der ein Zug, schöner den man als Grim Patron haben möchte. Zug 5, 4 Grim Patrons auf dem Feld. Und ja, da sind auch keine direkten Antworten für Dr. Raki. Wie sieht's auf der Playercam aus? Ja, es geht. Ja. Die Verzweiflung ist noch nicht so nah bei. Das finde ich schön. Hearthstone, das Spiel, was man am PC spielt, wo man regelmäßig Maus und Tastatur loslässt, um nachzudenken. Um Katharsis walten zu lassen über die Missplays, die man getan hat. Naja, aber was würdest du jetzt auf Dr. Rakis Seite machen? Du hast 4 Grim Patrons gegen dich, hast keine direkte Antwort. Also nicht die beiden Karten ganz links in meiner Hand spielen schon mal. Und dann von da weiterschauen. Luathep ist nicht gut, würde ich sagen, weil dann kann man nicht, der tradet gegen den 5-1er. Den 5-1er. Ich würde vielleicht sogar Shredder into Execute spielen. Ja, das würde ich. Shredder raus, überlegen. Execute auf den 5-1er. Okay, er entscheidet sich für Luathep. Will hier die weiteren Whirlwind-Effekte. Aber an seiner Stelle genau würde ich jetzt einen reintraden und den einen Whirlwind spielen. Und dann einen Whirlwind spielen, warum nicht? Ja. Dann hast du 6. 6 sind besser als 3. Ja. Ich glaube, das war ein relativ schnelles Finale. Ich möchte jetzt zwar nichts hier prognostizieren, aber du hast kein Brawl. Du hast nichts, was mit 6... Ja. Und ich erinnere mich an ein, ich glaube, es war ein Dorfcup Finals im Mai letzten Jahres, wo wir schon mal diese Situation haben, wo damals Mafia-Chef mit dem gerade veröffentlichten Grim Patron Warrior das Finale gewonnen hat. Und wir auch sehr oft Everyone Get In hier hören durften. Das gesamte Turnier. Und wir hatten einen leicht angetrunkenen Harlequin, der es durch den ganzen Raum geschrien hat. Ja, das klingt doch mal wieder nach einem schönen Barcraft, was wir hatten. Das war ein schönes Barcraft und ein schönes Dorfcup Finals. Ja. Also ich möchte jetzt nichts dazu so... Ich glaube, das ist kein Kommentar mehr. Entschuldig, aber es tut mir leid zu sagen hier für Dr. Raki, aber es gibt nichts, was er tun kann. Armorsmith Robin? Okay, also Cleared hat zwei Patrons und Loka kann jetzt nur okay, everyone got by the way in there. Und Loka kann 6 Karten ziehen, wenn er möchte. Ne, nur noch 5. Oh, jetzt wird noch executed. Ja, er musste jetzt irgendwie reagieren. Ja. Ja, aber 5 Karten sind doch was eigentlich eine gute Sache, Battle Rage? Also ich finde halt 5 Karten eigentlich ganz gut. Ja, Low Tap into Battle Rage. Ja. Ich hätte aber vielleicht eher das Battle Rage gespielt, weil vielleicht zieht man ja was Nettes. Ich finde Low Tap gar nicht mal so schlecht. Ja, jetzt hätte man ja jetzt auch noch mit einem 3-1er den Armorsmith raustraden. Okay, er holt sich lieber noch ein. Das Problem ist, er sitzt jetzt auf 3 mit nur einem. Mhm. Und das heißt, ja, aber... Es macht eigentlich keinen... Also Dr. Raki kann da trotzdem nichts gegen tun. Er kann ja jetzt einen Dr. Boom hinstellen, der dann eigentlich auch... Eigentlich ging es genau einfach nur darum, wer kriegt Turn 5 die 4 Grim Patrons aufs Feld. Ja, und es ist beeindruckend zu sehen, wie viel wichtiger der Zug mit den 5 mit den Patrons war gegenüber dem Early Game Acolyte. Also Early Game sah es wirklich durch die Acolytes viel besser aus für Dr. Raki. Ja, und das war die Entscheidung von Loka, das Inner Rage nicht zu verwenden, um den Acolyte zu clearen. Eigentlich kann er jetzt nur noch Whirlwind machen, oder? Es ist egal, was er macht. Ja. Zumindest noch einen Turn zu leben, oder? Was so auf der Hand? 5. 3 macht 8. Plus 3 macht 11. Plus 2 macht 3. Nein, und damit 17 Schaden ist Loka gewesen. Unser Gewinner. Loka! Herzlichen Glückwunsch an Loka, angereist aus Braunschweig hierher. Wahnsinn, um woher mittlerweile die Leute zu uns kommen. Ja. Ich hoffe, dass wir ihn dann spätestens zum Finale im Juni wiedersehen. Hoffe ich auch. Und freue mich jetzt. Herzlichen Glückwunsch von hier, von der Casting-Ecke. Genau. Ja, bleibt dran, gleich kommt die Siegerehrung mit unserem Yoda, wo ihr heute nur den Daumen sehen durftet, um ihn nochmal ins Bild einzuführen. Ah, ein Daumen. Und er zeigt sich damit sogar einzuführen gesagt. Ach, einmal vor es der ist spät Kamera geworden heute. Für mich.
Okay, ja, damit verabschieden wir Caster uns. Aber ich hoffe, ihr hattet ja sehr viel Spaß am Dorfkrug Cup 15. Der ja, nächste Dorfkrug Cup, können wir hier schon mal sagen, ist dann am 22. April, glaube ich. Oder 23. April? Ja, 23. April. 23. April. Da werde ich wahrscheinlich aber nicht da sein. Dann haben wir gar keine Caster da. Doch. Ich bin nämlich auch nicht da. Ja, dann ist das so. Dann naja, dann finden so wir eine Lösung. Gut. Es hat ja euch nichts. Ansonsten seht ihr uns spätestens im Mai, denke ich, wieder. Oder auf unserem YouTube-Channel. Oder auf unserem YouTube-Channel. Ganz oder viele auf unserem Stunden Stream, wenn mit wir uns beiden. Naja, dann finden wir eine Lösung. Es mit anderen Spielen beschäftigt sind. Auf jeden Fall noch einen schönen Abend von uns Castern. Oder und viel Spaß bei der Winner Ceremony mit Yoda, Loka und Dr. Raki. Tschüss. Bis dann. Now I've got a tale to tell you of the ones from long ago. There's an evil that's been dreaming, but now it's softly screaming. From the darkness, their power will grow. Their voices are made of poison. When you listen, you are sure to be disturbed. You can lock your doors. You can say your prayers. No creature can resist their wicked words. Never mind, no need to worry. That's all just a story of the whispers of the old. We'll be right back.
So, und wie befürchtet, ich bin mal wieder ein bisschen laut. Ja, bin ich aus der Regie raus, bin ich entkommen, habe Harok da oben hingesetzt, der jetzt noch den Abschluss macht. Und bin hier mit den beiden Finalisten zur Siegerehrung. Ja, das war mein schnelles Turnier, muss ich sagen. Normal darf ich immer erst am Folgetag begrüßen, so nachts um 1 zur Siegerehrung. Jetzt haben wir sogar noch vor 11, oder? Ja, okay, es ist Punkt 11. Also wir sind relativ schnell durchgekommen heute. Das liegt nicht daran, dass wir wenig Teilnehmer hatten. Wir hatten 21 Teilnehmer, das ist ein guter Durchschnitt. Ein bisschen weniger als letztes Mal, aber es sind Semesterferien. Hat also alles doch einfach reibungslos geklappt diesmal. Ich glaube, wir hatten keinen Spielabbruch, kein gar nichts. Hat gut funktioniert. Ja, und ich bin mal wieder dran. Hab den schönsten Job. Ich darf erstmal zunächst Danke sagen an alle, die irgendwas mit uns zu tun hatten. Ich sage zuallererst mal wieder Danke an den Heimrat als unser Hauptsponsor, an das Team vom Dorfkrug, die da hinten im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man sieht, die sitzen da jetzt alle zusammen und spielen irgendein Gesellschaftsspiel, was sie sich gekauft haben. Standen aber den ganzen Nachmittag hinter der Bar, haben beim Aufbau geholfen, haben uns wieder finanziell unterstützt, haben auch die Preise gesponsert, zum Teil zumindest. Daher nochmal ein bisschen Applaus, bitte einen Riesendank an den Heimrat. Danke. Genau, der zweite Dank geht selbstverständlich wie immer an mein Team, an Serge, an Harok, an unsere beiden Caster, an Typhon Hawk und Nivo. Alle mal wieder einen grandiosen Job gemacht. Schöne Grüße an Kanzler in dem Moment, der heute im Urlaub ist. Ich habe dich in der Regie kläglich vermisst. No homo. Böser Nivo. Ja. So, 21 Teilnehmer haben wir. Am Ende standen 2 am Final Table oder saßen. Die konnten sich durchsetzen. Auf dem zweiten Platz, muss ich kurz überlegen, aber ja, auf dem zweiten Platz Dr. Raki nach einem spannenden Grim Patron gegen Grim Patron Final. Was ist das für ein Zungenbrecher? Herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Du bekommst 20 Euro Battle.net Guthaben. Einmal. Und des Weiteren 100% der Stream Donations. Genauere Höhe sagen wir jetzt nicht. Genau, weil 60% der Stream-Donations gehen in den Preispool und da wir 25 Euro für den Erstplatzierten haben, haben wir davon den Betrag dann mal an den Zweitplatzierten komplett gegeben, damit es ein bisschen ausgeglichener ist in der Bilanz. Du bist jetzt das wie viele Mal hier gewesen? Ich bin das vierte Mal dabei gewesen. Das vierte Mal. Ja, und das ist ein stetiger Progress, oder? Du bist das erste Mal nicht aus der Vorrunde rausgekommen, glaube ich. Das zweite Mal... Auch, du bist das dritte Mal überhaupt aus der Vorrunde rausgekommen? Ja, bin ich auch unglücklich ausgeschieden, aber ja, so ist das, ne? Unglücklich ausgeschieden. Diesmal hattest du 2 Buys, 1 in einer Gruppe und 1 direkt in der Round of 16. Was denkst du, hat dein Erfolg damit heute etwas zu tun oder warst du einfach überlegen? Lief einfach gut. Manchmal hatten wir auch ein bisschen Glück und ging eigentlich gut durch. War auch durch, ich mach knapp mal so ein 3-2, kann auch mal ganz schnell ein 2-3 werden, aber man ist durchgekommen. Okay. Das Finale. Grim Patron gegen Grim Patron. Hat er gewonnen, weil er überlegen war oder hat er gewonnen, weil RNGesus in dem Moment sein Freund war? Also in dem Fall tatsächlich, er hatte das stärkere Patron-Deck gehabt, aber man hat er den Turn 5 gesehen, war sehr stark und da war das Game praktisch schon zu Ende. Ja, ungefähr so sahen das die Caster, glaube ich, auch. Gut, auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Time. Ich hoffe, wir sehen dich für den nächsten Turnier auch noch und natürlich hast du damit einen Seed für unser Finale im Juni. Nochmal Glückwunsch. Ja, und aus Braunschweig angereist, Braunschweig, richtig? Kam ins Turnier, ja, und siegte. Es gab mal wenig Momente, wo du am Struggeln warst, glaube ich, aus dem Finale und... Ich habe einmal verloren in der Gruppenphase, das war gegen den... Kasimir, genau. Den habe ich aber später noch einmal dann besiegen können. Das habe ich dann wieder rausgeholt, glaube ich. Ja, da ist also jemand froh, dass wir eine Gruppenphase am Anfang haben. Auf jeden Fall, du auf dem ersten Platz gewinnst einmal 20 Euro Battle.net Guthaben und 25 Euro im Bar. Glückwunsch. Gut, es war eine weite Reise. Was meinst du? Bist du bei den nächsten Turnieren auch noch da oder ist es unwahrscheinlich? Durch die lange Anfahrt muss ich halt immer gucken, wo man dann bleiben kann und ob gerade Zeit ist für so ein paar Tage. Das geht meistens nicht für diesen einen Tag, deswegen es wird wahrscheinlich die nächsten erstmal nicht sein,
aber bestimmt nochmal, auf jeden Fall nochmal. Zum Finale? Zum Finale, wann ist denn das? Das ist im Juni. Liegt in der Klausurenphase, ich kann nichts versprechen, glaube ich. Damit will ich mich eigentlich nicht zufrieden geben. Nein. Hast auf jeden Fall ein Seed. Von daher hoffen wir einfach mal, dass es sich einrichten lässt. Hast ein gutes Turnier abgeliefert und es sicherlich auch verdient, dann bei uns hier im Finale um höhere Beträge zu spielen und dich mit den anderen zu messen, wer hier der Beste ist. Hat sich die lange Anreise denn heute gelohnt? Ja, das hat sich sehr gelohnt. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Nicht nur der Preis, sondern auch die ganzen Spiele waren sehr schön. Die ganzen Leute hier kennenzulernen und da nochmal ein Dank an das Team hier und die ganzen Leute, die extra, die alle hergekommen sind zum Spielen. Das war ein schönes Turnier. Sehr schön. Ja, dann bleibt es, glaube ich, an mir, die schließenden Worte zu finden. Wir danken allen, die hier waren, die teilgenommen haben, die zugeschaut haben natürlich auch. Wir danken an die Donations. Wir danken auch an alle Leute, die hier waren, nur zugeguckt haben. Und an alle, die hier in die Spendendose geworfen haben. Es ist genug Geld zusammengekommen, damit wir unsere Hardware ein bisschen erweitern können. Deswegen könnt ihr euch wahrscheinlich bald auf Nivos Hearthstone Stream freuen, der dann wochenwöchentlich ist, voraussichtlich. von daher hat auch das uns in der Hinsicht ein bisschen vorangebracht. Ihr seid herzlich eingeladen zu unserem nächsten Dorfkrug Cup, der Dorfkrug Cup 16 dann schon, der am 23. April ist. Ich gucke, da oben wird genickt, sehr gut. Alle herzlich willkommen. Der nächste Star Cup wird auch irgendwann Anfang April sein. Die Ankündigung kommt noch. Stay tuned, guckt auf Facebook vorbei, BarkraftHL, abonniert uns auf Twitter, BarkraftHL, guckt auf unsere Homepage vorbei, barkraft-hl.de oder guckt auf YouTube euch die Video on Demands an. Ja, oder kommt persönlich vorbei. In diesem Sinne allen eine gute Heimfahrt und euch zu Hause viel Spaß. You won't ever change your ways, doing